Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Mod Testen mit mir, dem Tim. So. Und heute gucken wir uns eine Mod an, die mal wieder sehr viele Kreaturen hat. Ich glaube, insgesamt sind es fast. Ich glaube, also ich habe den mal, oder beziehungsweise Arne hat sich mal die ganzen Spawn-Codes angeguckt. Und von den Zeilen, die es da gab, es waren wahrscheinlich ein paar weniger Kreaturen, dass es Zeilen gab, aber es waren schon auf jeden Fall über 100 Kreaturen in diesem Mod. Selbstverständlich werde ich da nicht alle vorstellen, weil sonst würde das Video einfach zu lange dauern. Aber den Mod insgesamt werde ich einfach mal vorstellen mit ein paar Kreaturen, die ich fand sehr cool aussahen. War das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Naja, kurz, das ist der Ark Elemental Ark Mod. So, der fügt Kreaturen von verschiedenen Elementen hinzu. Also, ich glaube, insgesamt gibt es hier Feuer, dann gibt es Natur, sowas hier, dann gibt es Lightning, Luft gibt's, also Air, Wasser gibt es, und das war es, glaube ich, von den hauptsächlichen Dingern. Genau, das waren so die Grundelemente, aber dann gibt es auch noch ein paar, wie sage ich mal, hier ist zum Beispiel ein Fangolem. Der ist jetzt von keinem speziellen Element, also doch wahrscheinlich schon eher Wasser angehörig, so wie es hier aussieht. Aber das ist nochmal, von dem gibt es keine anderen. Also es gibt nicht noch einen Fan Water Golem und einen Fan Fire Golem, sondern es gibt nur einen Fan Golem. Genauso wie mit dem Siege Kalokotherium hier. Oder spricht man das Siege? Nein. Siege. Keine Ahnung, was das ist. Das ist wahrscheinlich Stein-based eher. Und dann gibt es hier hinten noch, wo war er? Hier. Der Oviraptor, ein Hyperfertile Oviraptor. Und der sieht eher so nach Natur aus, aber wie gesagt, die heißen nicht Natur-Oviraptor oder so, sondern das sind nochmal so Special-Kreaturen von diesem Element. Aber ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar gibt es hier einen Lightning Dodo. Ich kann den jetzt zwar nicht testen, aber ich finde, die Lightning-Kreaturen sehen auch ziemlich nice aus, weil die eben erstens so lila-schwarz sind und dann noch diese Haut da haben, wie ihr beim Dodo seht. Das sieht man aber bei anderen Kreaturen besser. Es gibt auch noch ein paar Waffen, also halt hier ein Wasserschwert, ein Steinschwert ist das, glaube ich. Oder vielleicht ist das ein Wasserschwert, das andere war vielleicht ein Luftschwert, das ist ein Feuerschwert, das hier ist ein Elektroschwert, das hier ist ein Naturschwert, das hier ist ein Steinschwert, das andere war wahrscheinlich Luft. Und dann gibt es noch eine Naturklinge, also von dem Techschwert gibt es auch nochmal alle Varianten. Die werde ich jetzt nicht alle zeigen, die machen halt das entsprechende, was die Dinos dann auch für Effekte haben, nur eben als Schwert. Und es gibt noch diese kleine Gun hier, es gibt auch noch ein paar andere, aber die fand ich am interessantesten. Und zwar kann die Modi changen zu Never Stuck. Das heißt, du kannst dann eine Kreatur mit andingsen und dann bleibt die nicht, also dann wird die nicht stuck sein in Steinen oder Bäumen oder sowas, sondern kann dann einfach durchlaufen. Was ziemlich praktisch ist, wenn man ja, Kreaturen nicht im Wald verlieren will. Dann gibt es noch einen anderen Modus, der heißt Knockback. Damit kann man Dinos einfach wegschießen. Also das ist so eine Help Gun. Die schadet jetzt nichts, aber sie kann dir helfen, Kreaturen aus kniffligen Situationen herauszubewegen. Und dann gibt es noch Force Land. Das geht halt nur für fliegende Dinosaurier. Die kann man dann abschießen und dann landen die sofort. Geht allerdings nur bei getamten Dinos. Also du kannst nicht zu wilden Dinos hingehen und die einfach durch die Gegend schießen oder so. Aber ja, nur damit das kurz hier gesagt wurde. So, und dann fangen wir auch einfach schon mal an. Und zwar so, keine Ahnung, von welcher Richtung zu welcher. Machen wir aber von der nach der da hinten durch. Dann sehen wir den größten hier als erstes. Und zwar den Giganotosaurus Fire. Und ich muss sagen, bei diesem Mod ist es so, die Dinos selber, wie ihr seht, haben sehr selten irgendwelche eigenen Effekte. Also, dass die Feuer spucken können oder sowas. Also, der Giga hier zum Beispiel kann nichts Spezielles. Hat halt andere Stats. Macht wahrscheinlich auch anderen Schaden, aber die ganzen Kreaturen hier haben die Effekte, dass wenn sie angegriffen werden von anderen Kreaturen, hier 3545 Schaden, das, also angenommen, ich gehe jetzt mit meinem Giga hier rum und dann kommt da plötzlich ein wilder Giga und beißt mich. In dem Fall also fängt der wilde Giga, der mich angegriffen hat, dann an zu brennen. Das haben die Feuerkreaturen als Effekt. Das funktioniert sogar bei mir. Warte, dann mache ich lieber God-Mode an. Hier, jetzt brenne ich. Weil ich meinen eigenen Dino geschlagen habe. Also, falls man mit dem Mod in Survival spielt, dann aufpassen, du kannst die Effekte genauso bekommen. Aber ansonsten haben die Dinos nicht so viel speziell. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach mal
ein paar von den Übergruppen, also hier pro Gruppe einen zeigen oder zwei und dann, ja, die restlich einfach nur noch so. Was ich bei den Feuerkreaturen sehr cool finde, beziehungsweise bei allen Kreaturen im Mod, selbst wenn die jetzt nicht so viel Eigenes können, sondern eben nur diese Effekte haben, sehen sie unglaublich cool aus. Also ich finde, diese Feuerkreaturen hier sehen ultimativ cool aus, weil andere Feuerkreaturen aus Mods sind meistens nur rot oder wenn überhaupt haben irgendwelche Lavakrusten oder so. Aber die hier haben wirklich eine Lavatextur, die sich auch eben, wie ihr hier seht, verfärbt. Also die wechselt immer, die hat so kleine Impulse, was ziemlich cool aussieht. So, dann R. Bei R kann ich, ich glaube, habe ich den R Rex da hinten. Genau, den kann ich dann besser zeigen. Ich weiß nicht genau, aber ich habe hier gerade. Oh, der kann Steine zerstören. Okay. Ich weiß nicht, ob der Argentavis noch irgendwas Air-based speziell kann. Ich glaube nicht. Ansonsten, ich bin mir bei R nicht ganz sicher, was der Effekt macht. So, ich glaube, der Effekt soll. Ja, der macht halt Nebel, aber. Ich kann mal kurz aus God Mode rausgehen. Macht der Nebel mir irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht genau, was der Nebel hier bringen soll. Vielleicht soll der mich markieren oder mir die Sicht vernebeln, aber wenn das so wäre, dann funktioniert es nicht. So, dann hier Nature-Kreaturen. Und da habe ich hier den Nature Raptor. Ich finde, die Nature-Dinger sehen schon an sich ganz cool aus, aber die Textur hier ist halt jetzt nicht so hochwertig. Sieht einfach aus wie komisches Moos. Anders wiederum bei ein paar anderen Nature-Kreaturen. Zum Beispiel bei dem hier, der hat eher so pflanzliches Zeug, wobei hier die Texturen noch komischer aussehen. Aber der Effekt von denen macht, dass du dich für kurze Zeit, beziehungsweise für 5 Sekunden, nicht von der Stelle bewegen kannst. Das ist wahrscheinlich ungefähr so wie das vom Forest Titan, wenn er diese Ranken aus dem Boden macht, um dich festzuhalten. Ja, ansonsten ist es auch ein ganz normaler Raptor. Die Lightning-Kreaturen, wie ich vorhin schon gesagt habe, haben eine sehr coole Haut, finde ich. Sieht so Neon-Tron-mäßig aus. Die haben sogar schon auch eine eigene Fähigkeit, die jetzt nicht beim Schlagen ist, aber die probieren wir auch mal. Das ist einfach, dass du gestunt wirst. Hier. Also du kriegst einmal so einen Effekt und einen Stun-Effekt, nehme ich an. Ich weiß nicht, habe ich jetzt God Mode an oder nicht? Wahrscheinlich, weil es meine Kreaturen sind, werde ich davon nicht direkt betroffen. Aber, obwohl, ich werde ja von denen hier schon betroffen. Das ist komisch. Naja, ja, hier, man sieht's. Ich nehme an, das ist ein Stun-Effekt, was die hier haben. Der dir Futter, also der dir halt hier, wie auch immer dieses Zeichen da unten nochmal heißt, dass du irgendwas Verfaultes gegessen haben sollst. Und was die Lightning-Kreaturen aber noch besonders cool machen, was sie, glaube ich, bis jetzt zu meiner Lieblingsklasse aus dem Mod machen, ist, dass sie einfach richtig schnell sind. Beim Sarko, okay, der ist schon schnell für den Sarko, aber stell dich vor, ein Lightning Gallimimus oder so, wie der dann abgeht. Oder wie ich hier hinten auch am Lightning Pelagornis, den zeige ich euch dann auch noch. Aber ja, ansonsten Blitze spucken oder so können die jetzt leider nicht. Aber sie sind halt ziemlich schnell und haben wahrscheinlich diesen Stun-Effekt. Und hier das zum Beispiel. Der Pachyrhino sieht, finde ich, besser aus als der Raptor von Nature so. Der ist halt ein bisschen leuchtend grüner und so. Da werde ich jetzt nicht direkt nochmal zeigen, was der kann. Ach, Stone gibt es auch noch. Genau, das Mammut hier sieht jetzt zwar nicht so nach Stone aus, aber das Mammut soll steinig sein, die Haut hier. Das kann auch nichts anderes. Hier, ich glaube aber, ich weiß nicht, ob das jede Kreatur kann. Aber sie können immer Steine durchrennen. Also der R-Argentavis konnte das ja auch. Okay, das jetzt nicht. Aber was kriegt man denn hier für einen Effekt? Ah, ja. So ein Effekt. Also ich schätze, ja, hier, der gibt dir Torpor, der Effekt von dem. Also es das heißt, jedes Mal, wenn ihr angegriffen werdet, bekommt der Dino oder der Spieler Torpor. Was sich, glaube ich, eigentlich auch ganz gut zum Tamen geeignet würde, wenn man einfach jetzt, keine Ahnung, einen Stone Giga mit 100.000 Leben hat und dann sich was anderes zähmen will und dann lässt man den einfach beißen und dann fällt es irgendwann von alleine um. Falls es auch auf wilde Kreaturen überspringt, diese Effekte, aber sollten sie. Dann gibt es hier noch einen Rex Stone, bei dem sieht man es eher, dass der Stone angelehnt sein soll.
Ja, der hat einfach wahrscheinlich den gleichen Effekt. Genau, brauche ich jetzt nicht direkt nochmal mehr zeigen. Das Seitsch Kalokitherium würde mich noch interessieren. Das ist irgendwie so der Überdino von der Stein-Dings hier. Sieht auch am steinigsten aus, muss ich sagen. Kann halt ganz normale Attacken, hat das aber irgendeinen anderen Effekt? Nein. Okay, dann weiß ich nicht genau, was diese Kreaturen hier bringen. Hat wahrscheinlich einfach mehr Leben als ein normales. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier einen Fire Griffin, der auch ziemlich cool aussieht. Ich werde mir die ganzen Feuerdinger später nochmal, wenn wir durch sind, also in Nacht angucken. Und da sehen die einfach ultra cool aus. Der hat hier auch so am Knochen, sage ich mal, Lava, was ziemlich nice aussieht. Air Owl werde ich jetzt kurz ausprobieren, weil ich wissen will, ob die hier kann sich normal einfrieren. Okay. Sieht alles normal aus. Oh. Also irgendwas bringt dieser Air-Effekt. Wenn ich einfriere, dann bekommen die hier so ein. Oder ist es einfach nur der. Oh, hä? Mein Ovis ist weg. Der Unstable Ovis, den kann ich euch auch noch kurz zeigen. Kurz gesagt, ist es einfach nur ein Ovis, der bei Schaden explodiert. Okay, nicht so. Warte. Alter, der hat zu viel Leben. Beziehungsweise, wenn er stirbt, sollte er explodieren. Genau. Ihr seht, er explodiert in einem ziemlich großen Radius und ich glaube, Arne hat nachgelesen, dass er da 900 Schaden verursacht. Also ist so ein kleiner Kamikaze-Ovis, den man sich zähmen kann und dann, ja. Gut, was der Air-Effekt genau macht, weiß ich jetzt auch nicht. Muss man noch gucken. Dann gibt es hier ein Feuer-Känguru. Ich finde, die sehen immer cool aus, wenn sie aufleuchten. Ein Lightning Raptor, den probiere ich auch kurz aus. Weil hier, ihr seht, der geht auch schon Speedy Gonzales ab. Und die kann man natürlich auch noch auf Bewegungsgeschwindigkeit leveln. Was das Ganze dann nochmal schneller macht. Hier. Also, die können schon ziemlich abgehen. Jetzt hier noch ein Stone Allosaurus. Und hier ein Water Brontosaurus. Und ich finde, der sieht auch ziemlich nice aus, weil der so schuppig ist. Also der sieht aus, als ob er ganz viel Fischschuppen hätte. Ansonsten ist die Haut ziemlich glatt. Was der Wassereffekt macht, bin ich mir auch nicht sicher. Man kriegt hier so ein Wasserding. Es zieht dir nicht direkt viel oder gar nichts vom Wasserding ab. Oder verlierst du da Durst? Warte. Ah, okay. Okay, der Wassereffekt saugt dir anscheinend Leben weg. Also du kriegst dann einfach für 5 Sekunden noch weiteren Schaden. Ist wahrscheinlich ein bisschen so wie der Feuereffekt. Nur, ja, dass es Wasser ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied daran ist. Warte, ich hab ne Dings. Vielleicht. Vielleicht. Nein, okay, ich dachte vielleicht, dass der Mod-Entwickler das sogar so hinbekommen hätte, dass, wenn man eine Wasserkreatur schlägt, dir die Leben abgezogen werden, aber die Wasserkreatur die dafür bekommt. Aber nee, das geht, glaube ich, noch nicht so gut zu modden. Sondern ist hier noch eine Fire Megalania, ein Lightning Terror Bird, mit dem man auch richtig gut Speedy Gonzalen kann. Da kann man hier auch noch so ein bisschen flattern. Das macht das Ganze nochmal besser. Also wie gesagt, ich finde die Lightning-Kreaturen bis jetzt am besten, weil die eben einfach so schnell sind. Dann schläft hier noch ein Megalosaurus von Air, also Luft. Dann ist hier ein Triceratops von Natur, der sieht irgendwie einfach aus, als ob er aus Erde wäre. Ein Wasser-Caprosuchus, der auch ziemlich nice aussieht, finde ich. Mit den ganzen Schuppen. Ich glaube, vom Aussehen her finde ich am coolsten Lava, beziehungsweise Feuer und danach kommt Wasser. Ich finde, es sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ein Feuer-Morellatops, ein Bisselbuffo Natur, wobei ich bei dem jetzt hier nichts Naturmäßiges sehe. Der ist halt einfach ziemlich dunkelgrün mit einem speziellen Muster. Und dann gibt es hier den Air Rex und bei dem kann man die Air-Auswirkungen auch bemerken, weil hier, der spuckt Luft.
Oder Wind. Und jetzt würde mich interessieren, was das hier für Effekte macht. Ob das irgendwelche speziellen Effekte macht. Warte. So, ich habe jetzt hier einfach mal einen Raptor geholt. Oh, da ist noch mein Dodo. Oh, Alter, man sieht's. Wenn er mich gebissen hat, dann. Ja, okay, ich mache ihm jetzt so Schaden. Brüllen hat anscheinend einen Cooldown. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Mein Dodo hat ihn jetzt umgebracht. Ich werde einfach mal ein bisschen hier wegrennen. Wow, der ist auch schon weg. Okay, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was der Lufteffekt bringen soll. Falls ihr darüber mehr wisst, in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht steht es auch einfach noch beim Mod dabei. Aber ich glaube, ich habe das sogar schon mal angesprochen. Da es ja Mod testen ist, informiere ich mich meistens nicht sonderlich viel über den Mod. Apropos, Sam kann man diese Kreaturen wahrscheinlich ganz normal. Außer hier, es gibt nämlich noch von den. Warte, warte, warte. Kann ich hier einfach Fire. Genau, es gibt hier noch ein paar Items in dem Mod. Zum Beispiel Fire Arrows und Sword, Metal Shield. Und dann gibt es hier so Canteen Fire Zeug. Und das Ganze kann man sich daraus craften, indem man hier Fire. Was? Catalyst Crystal. Oder Crystallized Fire. Fire Catalyst Crystal, genau. Diese Dinger bekommt man immer von den Kreaturen oder hier Lumiscent Fire Essence. Die kriegt ihr, wenn ihr Feuer oder eben Tiere des entsprechenden Elements tötet. Und ich habe gesehen, die spawnen auch relativ häufig wild auf allen Hauptmaps, also The Isle, Aberration, Extinction, Center und Ragnarok. Und dann kann man sie, glaube ich, auch einfach nochmal zähmen. So, dann ist hier noch ein Ankylosaurus mit Wasser. Sieht auch ziemlich nice und schuppig aus. Und dann gibt es hier noch den Fangolem, der eigentlich auch ziemlich, ziemlich geil aussieht, weil der hier diese. Der sieht so aus, als ob er mit Gravitation so Wasser um sich rum hätte. Der kann, glaube ich, auch keine speziellen Fähigkeiten. Oh, doch. Der kann einen Baum werfen. Okay, das ist nice. Und dann. Ach so. Ich glaube, der Fangolem, beziehungsweise auch das Sage-Calocuterium oder so, wobei das nicht unbedingt, aber der Fangolem ist, glaube ich. Was hat er hier? Ja, genau, der ist eine Mischung aus Wasser und Natur. So sehe ich das jetzt, weil so hat er normal Wasser, da kriegt er wahrscheinlich Wassereffekt. Genau da oben steht's, oben neben sein Leben. Aber wenn ich jetzt das hier mache. Dann hat der hier, da beginnt es dann. Jetzt kriege ich auch Blätter und dann habe ich wahrscheinlich beide Effekte von Wasser und Pflanze. Oder Natur, besser gesagt. Und was ich bei dem auch noch cool finde, der kann sich nämlich nicht als Stein, sondern als Busch tarnen. Tada! Kann man ganz gut benutzen in Wäldern. Sieht natürlich komisch aus, wenn da plötzlich so ein riesiger Busch ist. Aber ich glaube, bemerken tut man es da auch nicht so. Aber ja, damit wären wir schon durch. Aber wir wollten uns das Ganze nochmal in der Nacht angucken. So. Und jetzt sehen wir es in der Nacht. Ich weiß nicht, ob der hier auch leuchtet. Jo, geh mal wieder aus deinem Stein raus. Nicht so wirklich. Aber was leuchtet, sind die Stacheln von Wasserkreaturen. Luftkreaturen leuchten insgesamt so ein bisschen weiß. Die hier leuchten natürlich am allermeisten, was auch ziemlich cool aussieht. Hier, jetzt kommt erst dieser Impuls. Davor sehen die noch normal aus. Hier, okay, der leuchtet jetzt nicht. Der hat irgendwie keine Stacheln, die leuchten. Bei den Elektrokreaturen leuchtet halt das Zeug. Bei Naturkreaturen leuchtet, glaube ich, nichts. Bei Steinen auch nicht. Aber hier, die haben auch so Impulse. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid so nachts unterwegs oder so. Und dann, keine Ahnung, geht ihr halt irgendwo hin. Und dann seht ihr plötzlich sowas da hinten langlaufen, auf euch zu, was so rumleuchtet. So ein riesiger Giga oder so, der auf euch zugerannt kommt und dann skedusch, skedaddle, skeboom, ihr seid tot. Ja, aber.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Mod testen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr den Mod haben wollt, erster Link in der Beschreibung, könnt ihr euch downloaden. Und ich glaube, der Mod ist jetzt auch nicht zu unbalanced für Vanilla Arc. Also ich glaube, der wäre jetzt nicht zu ultimativ OP, wenn ihr ein relatives Vanilla-Spiel spielen wollt. Aber ja, müsst ihr selber entscheiden und hier sonst noch abonnieren, Glocke aktivieren, teilen und alles andere. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss!